Meine Lieben, herzlich willkommen zu Personal Shape. Mein Name ist Bruno Walitsch. Im echten Leben bin ich Zahnarzt. Ich bin spezialisiert auf ästhetische Zahnheilkunde und ich freue mich wirklich wahnsinnig, mit meinen Gästen über Schönheit und Schönheitsideale zu reden. Heute zu Gast bei uns Burlesque-Performerin Kitty Willenbruch. Ihr Mut zum Anderssein hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ich bin mir sicher, die Folge wird euch gefallen. Schaut rein. Grundsätzlich geht es beim Burlesque ne, ums Teasen. Ja. Teasen heißt anmachen. Ja. Aber immer ein bisschen weniger. Es geht immer nur so ein bisschen um das nackte Bein, ja, ne, um den Handschuh, der ganz langsam ausgezogen wird. Okay. Ein bisschen mit dem Popo wackeln. Also man kennt das ja auch von der Marilyn Monroe zum Beispiel, ja, die halt immer so ein bisschen sexy war. Okay. Aber nicht zu viel. Ist eher versteckt. Man bedeckt natürlich Scham- und Brustbereich. Ja. Und es geht eher ums Anmachen. Okay. Das ist halt beim amerikanischen klassischen Burlesque. Nacktheit in der Gesellschaft ist ein bisschen tabu. Ja. Bei uns rennt es mehr so ein bisschen also hinter versteckten Türen und die Leute, also was bei den Amerikanern schon sagen muss, also zum Beispiel, sie sind sehr feminin, body positive, sie stehen auch zu ihren Silikonimplantaten. Das ist bei uns immer so, schau, die hat Silikonbrüste. Also das so, ja und dann hat sie halt Silikonbrüste. Wem interessiert ja das? Ich komme eher aus der Freakshow-Szene. Okay, okay. Aber die Grundregeln des Burlesques, die muss man halt irgendwie haben. Was ist die Freakshow-Szene? Die Freakshow-Szene sind die Fakire, Feuerschlucker, Feuerspucker. Ah, Freakshow klingt so abwertend. Es klingt ein bisschen abwertend, ist es aber nicht, weil es kommt auch aus den amerikanischen und es war früher eins. Okay. Burlesque und Freaks and Geeks. Was ist für dich das Beste an deinen Auftritten? Das Beste an meinen Auftritten, dass sie vorbei sind. Es ist ja ein sehr energetischer Moment und es hat sehr viel mit wahnsinnig viel Energie und Power zu tun. Und wenn der Auftritt vorbei ist und das Publikum klatscht und findet das super oder haben etwas gesehen, was sie noch nie gesehen haben, dann klatschen sie noch mehr. Und das ist der Moment, wenn es vorbei ist, ist es das Beste. Okay. So, ah, okay, okay, ich kann jetzt gehen. Und aber diese Energie vom Publikum diese und Energie so irgendwie vom Publikum ist in Wahrheit das Beste. Und ich meine, das kann mir, niemand kann mir das sagen, dass er das nicht mag. Also es ist wurscht, ob du als Musiker auf der Bühne stehst oder als Schauspielerin, Schauspieler, genau um das geht. Und ist es das, was dich süchtig macht? Ja, ich glaube schon. Also das ist so 30er, 40er Jahre Amerika. Okay. Und dann hat sich in den 50ern diese Bumps and Grinds-Szene entwickelt in Amerika, die dann halt mehr mit Busen, okay, wo die Mädels dann in Spagat gesprungen sind. Bumps and Grind. Okay. Dabei versuchen sexy zu sein. Versuchen, aber man kann es natürlich auch lustig machen. Okay, ja. Ich seh mich jetzt nicht so als die Schönheitskönigin, deswegen finde ich, wenn ich Burlesque mache, dass es eher sexy ist, aber eher witzig. Ja. So eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Das muss mit dem Becken raus. Ach so. Oh yeah! Das Grind, okay, also einfach ein bisschen ins Knie gehen, dann schaut es ein bisschen sexy aus, dann wirkt das Bein länger. Es geht um ein Lebensgefühl, um einen Lifestyle und ich glaube, das Wichtige ist bei Burlesque, dass du so sein darfst, wie du bist, plus extra. Mhm. Ja? Und das plus extra ist ja das, was dich ausmacht. Ja. Als Mensch, ja, als Künstlerin, als Künstler, als Person. Wie walkt man sexy? Also eigentlich eh so also wie alle überkreuz Mordis, und dann, genau. Ich glaube, ich brauche so eine Bohr. Du brauchst die Bohr dann am besten. Ja, ja. Und dann so ein bisschen so mit dem Auge zwinkern. Ah ja, ich bin so sexy. Bein zeigen. Okay. Meine Beine sind so lang und so schön. Mm. Und jetzt machen wir dann Marilyn Monroe übers Gesicht und dann, ich bin ein Showgirl. Weil du das jetzt ansprichst, hast du das Gefühl, dass Burlesque zu Body Positivity beiträgt? Ich glaube, das hat diese ganze Revolution sogar angetrieben oder gestartet. Also das Burlesque war, glaube ich, der Beginn von dieser Body-Positive-Bewegung. Weil bei Burlesque keine Normmaße nötig sind. Also du bist keine Gogo-Tänzerin oder eine Stripperin, die halt 90, 60, 90 ist. Das wird auch verlangt, warum auch immer. Ich bin dahinter nie gekommen. Aber bei Burlesque war ja nie dieser Aspekt von Schönheit muss das und das sein. Ja? Weil, was ist sexy? Ein großer Hintern ist sexy. Wenn du einen großen Hintern hast, hast du auch manchmal ein bisschen eine breitere Figur. Ja. Und es war am Anfang wirklich schwierig, den Frauen oder Frauen zu finden grundsätzlich oder auch Männer, die sich das trauen, weil sie sich in ihrem Körper nicht wohlgefühlt haben. Und erst als sie begriffen haben, was Burlesque ist, haben sie verstanden, dass es okay ist, so zu sein und dass es tatsächlich dem Publikum gefällt. Jetzt bringe ich dir ein paar Handschuhe. Also ich würde mich über einen sexy Zahnarzt mit Bohr freuen. Also Burlesque ist nicht einfach. Also das Anziehen ist ein Horror, vor allem in dem Backstage-Bereich, wo man halt immer, wo
es meistens immer heiß und eng ist, ja, und alles klebt dann hier. Und dann machen wir diesen Handschuh. Ah, der Handschuh ist ja immer so ein Symbol auch für das Phallus. Okay. Phallus-Symbol. Ah, wirklich? Okay. Und wir streicheln natürlich über den Handschuh. Okay. Mein Handschuh ist so groß und lang. Ganz langsam. Also das muss man richtig leben. Also Dieter von Tees braucht zum Beispiel für den Handschuh oft 8 Minuten. Was? Ja, das ist die Kunst des Tees. Und wenn du oben auf der Bühne stehst, hast du irgendwie manchmal das Gefühl, dass du beurteilt wirst? Ich glaube, das tut jeder. Okay. Also das macht jeder, macht es, jeder. Also jeder hat das Gefühl oder jeder Nein, beurteilt? Nein, jeder beurteilt, jeder macht es, ja, jeder. Und also von auf beiden Seiten. Ja, auf und gibt es aber nicht Unsicherheiten, wenn man sich so exponiert? Man sollte halt nicht unsicher sein. Das ist ja auch, ne, also das ist ja die Kunst auch beim Schauspielen. Also wenn du unsicher bist, hast du verloren. Ja. Das geht nicht. Das ist halt das, was du. Aber dann wäre das nicht für jeden. Das ist auch nicht für jeden und es ist auch sehr interessant, weil eben so viele Leute glauben, dass es so einfach ist, aber das ist überhaupt nicht einfach, weil erstens einmal, du zeigst sehr viel Persönliches von dir. Ich meine, wem zeigst du dich nackt? Niemanden. Also fast einer niemanden, Person, ja. Einer Person. Man muss sich vorstellen, im Scheinwerferlicht sieht man jeden Pickel. Naja, man sieht jede Narbe, man sieht jede Schlurfe, man sieht jede Dehnungsstreifen, jeden Riss. Und da musst du drüber stehen können. Und du gibst ja sehr viel Persönliches von dir, fremden Menschen. Ne? Also ja. Ne? Und dann ist der Handschuh und dann kann man natürlich den Twirl machen. Ja. Und dann schauen, dass er halt niemandem ins Gesicht fliegt. Also immer alles auf die Seite werfen, damit dann das Stage kippt, ja, und das Mädchen was zusammenräumt, die Sachen auch findet. Ja, gut. So, und dann ist der Handschuh, wir greifen jetzt rein, das ist halt wie so ein Kondom, das wir jetzt da überziehen und ziehen ganz langsam den Handschuh aus, weil ich kann das so gut. Ja. Ja, so lang, alles so groß und lang. Also bei dir schaut es eher komödiantisch aus, bei mir wahrscheinlich auch. Ja. Was ist Salon Kitty? Salon Kitty ist eine Revue, eine Varieté-Revue, die jetzt schon 12 Jahre existiert. Okay. Die halt unterschiedlichen Künstlern und Künstlerinnen, queeren Künstlern, Drag-Performern einfach eine Bühne bietet. Und dann hat man immer die Nipple-Pastes. Ja, und die sind immer. Die immer, immer. Also bei Burlesque immer. Ich habe mich immer gefragt, die Kunst ist es, das so drin zu lassen. Genau. Okay. Wenn man Brüste hat, geht es einfacher. Ja, das glaube ich. Weil wenn man anfängt. Man macht nur so, oder? Genau. Dann macht es wuh, wuh, wuh. Und wenn du das schneller machst, dann machst du wuh, wuh, wuh. Und wenn man so macht, dann macht es wuh. Was bedeutet Schönheit für dich? Schönheit kann man nicht definieren, weil jeder Mensch Schönheit anders wahrnimmt. Ne? So wie jeder Mensch Farben anders wahrnimmt oder Energiefelder oder Magnetfelder. Schönheit ist ein Begriff, der erfunden wurde, um Leuten was zu verkaufen, was sie nicht brauchen. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass es für mich transparent ist. Ich glaube, ich habe eine Gabe von Gott, in den Menschen hineinzusehen. Und das hat viel mit Sympathie zu tun und mit Wärme, mit Aufmerksamkeit, mit Höflichkeit. Und wenn du das bist, dann bist du für mich schön. Weil dann passt du zu mir. Und ob du eine große Nase hast oder einen kleinen Busen, das sind so sekundäre Sachen, die eigentlich total uninteressant sind. Wo hast du das gelernt? Das kann man leider nicht lernen. Also das muss man Learning by Doing machen. Es ist gefährlich. Ja. Man muss es wirklich üben. Ja. Man hat immer Unfälle mit Feuer, man verbrennt sich. Ja. Und ich verbrenne mich auch, wenn ich das in den Mund nehme. Also du verbrennst eigentlich immer. Also über dein Epidermis wissen, wie lange darfst du das auf der Haut lassen und keine Cremes drunter tragen. Ja, okay. In Wahrheit, wenn du so machst, erstickst du die Flamme in den Mund und dadurch, dass die Zunge feucht ist, geht das Feuer aus. Man muss halt wissen, welches Benzin man nimmt, wegen der Brennweite, wegen der Brennlänge. Okay. Das ist jetzt normales Zippo-Benzin, es wird nicht so heiß und es brennt schnell. Meistens ist eine Minute bei den Zippo-Feuer und bei den anderen Brennstoffen ist es 1 bis 3 Minuten. Dieses Social Media und Instagram und auch diese ganzen Beauty-Docs und so, diese Schönheitsideale, ja, nur mit vollen Lippen bist du eine Frau. Ja, aber du kriegst die gleichen Lippen wie die davor und die danach und da und dann kommen die alle aus der Praxis raus und sehen gleich aus. Also willst du aussehen wie er oder? Ja. Das ist doch total bescheuert, ja. Ja. Cool ist, dass einfach jeder so seinen Stil hat und jeder bringt was anderes rein. Und die Teile heißen wie? Das sind jetzt Feuersticks. Probier mal. Deine Handfläche ist feucht. Das heißt, du kannst. Boah. I'm in danger! Okay. Und was sind da so die Moves? Auf der Haut. Ja.
Du machst weil ich sollte so. Das nicht machen mit irgendwie. Mit den Haaren solltest du das nicht machen, sonst gehst du in Flammen auf. Deswegen, ich mache das schon so oft, ich habe überhaupt keine Körperhaare mehr, deswegen. Okay. Hattest du Unfälle schon? Oder Ja, ganz viele. Also ich habe auch letztes Jahr eine Hauttransplantation gehabt. Genau auf dem Busen, auf meinen schönen Busen. Aber das sind halt so, das sind halt die Dinge, die passieren, wenn man Freakshow macht. Ja. Das ist halt das Gewerbe. Deswegen bitte nie unter dem Wert tanzen. Niemals. Man macht das ja immer mit einer Gefahr auch. Ja, und das muss man sich dessen bewusst sein und das soll auch was kosten. Ja. Mein Ziel ist, und das war es schon immer, dass die Leute nach Hause gehen und sich Gedanken darüber machen, was sie da gesehen haben. Und du wirst es nicht glauben, viele Menschen machen das wirklich und kommen dann wieder und bedanken sich auch. Und du hast schon das Gefühl, dass du da was bewegst? Bei vielen. Ganz sicher, 100 pro. Also das weiß ich, weil es gibt Leute, die kommen und sagen, ah, das war so schön. Klar, wenn man halt schön mit Fächern tanzt, das ist schön. Aber für mich ist es eher interessant, wenn die Leute sagen, danke, ich habe sowas noch nie gesehen und ich werde jetzt eine Nacht darüber schlafen müssen. Was hat die da gemacht? Also warum hat sie das gemacht? Und dann fängst du an zu denken. Ja. Und das ist Kunst.